Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Pokémon Snakewood. Ja, dem Pokémon-Hack, den ich in der letzten Folge mal angezockt habe und den ich heute mal hier ein bisschen weiterspielen möchte. Wir konnten schon rennen, oder? Genau, ja, in der letzten Folge sind wir hier in der Zombie-Apokalypse angekommen und haben hier sogar schon so etwas wie ein Pokémon-Team, möchte ich sagen. Es ist kein besonders beeindruckendes Team, aber ja, prinzipiell kann man damit doch schon mal was anfangen. Und hier ist kein verstecktes Item. Na, sowas aber auch. Aber hier sind Beeren. Diese Beeren möchte ich natürlich pflücken. Sie könnten sehr hilfreich sein. Und natürlich, wie ein guter Pokémon-Trainer, werde ich die Beeren nicht nachpflanzen. Ach ja, ich bin auch ein Schlingel, ey. So, hier müsste es dann gleich, denke ich mal, zur nächsten Stadt gehen. Ich würde aber... Was habe ich hier denn? Was? Orpheus Ball? Was ist das denn? Wo habe ich den denn her? Okay. Habe ich den bekommen als Zusatzball, als ich die Pokébälle irgendwie gekauft habe oder so? Erstmal werde ich hier die beiden Owenberries natürlich verteilen. Oh. Nein, nein. No. No, 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 no. Das möchte ich nicht. Ich weiß nicht, was Paras aktuell hat, aber ich gebe da mal C-Dot die Owenberry. Was trägst du denn aktuell für ein Item? Wo kann ich denn das hier nochmal sehen? Ach, du trägst eine Owenberry. Ach so, ja, gut, dann, perfekt. Ui, eieiei, was haben wir denn hier, ey? Weitere Zombiosen. Das kann nicht sein. Fuah! Ich kämpfe mich weiter hier durch die Zombie-Massen. Ein Ghost Girl. Ein Watermander. Ja, da habe ich doch quasi den... Level 9, das sehe ich ja jetzt erst. Level 9. Wollt mich verarschen? Alter. Einfach mal suddenly Level 9, ne? Könnte sich die Owenberry bitte aktivieren? Dankeschön, das finde ich sehr nett. Alter. Okay. Das tat weh. Aber wir haben gewonnen. Alter, okay. Ich habe gehört, dass dieses Spiel tatsächlich schwer sein soll. Und ich glaube, ja, das kann ich bestätigen. Es ist schwer. Heieieiei. Okay, wir haben einen weiteren Zombie besiegt. Dort ist ein Item. Broken Heart. Was ist denn ein Broken Heart, wenn ich mal fragen darf? Okay. Irgendetwas, was diese Zombie-Seuche hier zurückgelassen hat. Ja, okay. Hallo, Zickzacks. Ich werde dich mal gerade bekämpfen, weil ich glaube, Rugal könnte noch ein paar Erfahrungspünktchen gebrauchen. Ich werde jetzt eh gerade mal zurück zum Pokémon Center rennen, weil ich habe Angst vor dem nächsten Kampf. Aber so ein paar Erfahrungspunkte kann man mal mitnehmen. Alter Vater, ey. So, hallo, ich bin's mal wieder. Ich möchte mich gerade einmal gerne heilen. Die Zombies sind ein bisschen stark, möchte ich mal anmerken. Ich habe Angst. Ich finde das schön, wie das Ei immer mitgeheilt wird. Ich habe übrigens auch unter der letzten Folge gelesen, dass Paras ein unterschätztes Pokémon sein soll. Und ja, dem kann ich prinzipiell zustimmen. Ich finde Paras nämlich ziemlich cool, ehrlich gesagt. Ich weiß, was für geile Sachen man alles mit Paras machen kann. Und, oh, da ist definitiv die nächste Stadt. Das heißt, wir müssen noch an dem hier vorbei. Ja, und
Deswegen wollte ich auch gerne Paras haben und deswegen habe ich auch jetzt hier gerne Paras genommen. Weil Paras ist geil. Oh, das ist jetzt aber natürlich ein bisschen ungeil. Da werde ich natürlich gleich mal ein bisschen wechseln. Ich habe zwar leider noch keine Käferattacke auf Paras, aber aus Paras kann was richtig Geiles werden. Er senkt natürlich erstmal meinen Angriff. Das ist ungeil. Aber ich werde ihn trotzdem kratzen. Oh Gott, er senkt meinen Angriff einfach immer weiter. Gut. Dann werde ich einmal hin und her wechseln, um meinen Angriff zu resetten. Ich werde dich aber vorher noch paralysieren, wollte ich gerade sagen. Nein, das mache ich natürlich nicht. Okay. Mal gerade hier ein bisschen tricksen. Hat er denn überhaupt schon eine Pflanzenattacke? Er macht irgendwie nur... Warte mal. Wie viel Schaden mache ich dem mit einer Aquaknarre? Nur mal gerade so gucken. Das war ein Crit, okay. Du hast noch gar keine Pflanzenattacke, oder? Alter, es war schon wieder ein Crit. Alter, Wingull. What's going on, Wingull? So, dann wechsle ich mal gerade wieder zu Paras. Das ist okay. Ach komm, ey. Oh Mann, schade, dass ich noch keine Käferattacke habe. Es reicht natürlich noch nicht wegen dem Heuler. Und er gibt mir natürlich nochmal eine mit. Heieiei. So, was haben wir noch? Noch eins. Okay. Ich bleib mal mit Paras drin, damit Paras das Level Up bekommt. Das wäre nämlich sehr gut. Oh Mann, er ist halt schneller. Das ist halt richtig ungeil, dass er hier schneller ist. Also ein Crit wäre auch mal was Schönes. Kannst du mal was anderes machen außer Tackle? Ach ja. Schön waren noch die Zeiten, als man Owenberries hatte. Die Zeiten sind so langsam vorbei, habe ich gehört. Ach du Scheiße. Gut, ich wechsle. Das dauert mir alles zu lange. Los, Wingull. Alter. Wingull ist zum Glück schneller. Ja gut, das macht jetzt auch nicht so mega krass viel Schaden, aber... Wobei, schaffe ich das überhaupt? Ich glaube, das schaffe ich gar nicht. Oder ich muss, glaube ich, nochmal hin und her wechseln. Ja, okay, doch, jetzt schaffe ich es. Jetzt schaffe ich es. Vielleicht reicht das sogar schon mit ein bisschen Glück. Es reicht, weil es ein Crit ist. Alter Wingull, was ist los mit dir in dieser Folge? Na gut, dann teilt euch mal wieder die Erfahrung. Eieieiei. Okay. Hier stand eigentlich mal ein Pokémon Center. Ich finde es nicht geil, dass dieses Pokémon Center weg ist. Medical Kit. Okay. Dieses Medical Kit hat mich geheilt. Ist hier... Oh mein Gott, ein unendliches Medical Kit. Ich bin begeistert. Da läuft jemand. Das sieht nicht gesund aus. Ich habe übrigens gar keinen Pokédex, ist mir aufgefallen. Hi. Ein Zombie. Natürlich ein Zombie. Was könnte es auch anderes sein als ein Zombie, beziehungsweise ein Geist in dem Fall? Das sieht ungesund aus, möchte ich mal anmerken. Wie viel Schaden mache ich dir? Bist du ein stinknormales Shiggy? Ja, bist du. Gut. Das ist, gut, das könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich werde mal auf Paras wechseln, in der Hoffnung, dass Paras das hinkriegt. Das finde ich jetzt nicht geil. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wie viel Schaden mache ich dir mit Kratzer? Das war ein Crit.
Scheiße. Ah, er macht Tackle. Oh, das hat mir gar nicht so viel Schaden gemacht. Ich hätte jetzt gedacht, das macht mir deutlichst mehr Schaden. Okay, jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. C-Dot werde ich wahrscheinlich irgendwie offscreen mal ein bisschen trainieren. Aua. Ja, du kriegst mal einen Heuler ab hier. Mach mal nicht mehr so viel Schaden mit Tackle. Finde ich frech. Lass das mal bitte. Eieiei, hier ist jeder Kampf echt ein bisschen tricky, aber bisher noch gar kein Problem soweit. Er macht einfach genau da weiter, wo er aufgehört hat. Eine Frechheit. So. Eieiei. Gott. Hätten wir dieses Bösewesen auch vertrieben. Ringal erreicht Level 7 und Ringal erlädt den Superschall. Sehr gut. Und Paras erreicht Level 8. Käferattacke vielleicht, please? Nein. Okay. Dann nicht. Eieieiei. Ich frage mich, was passiert, wenn ich in die Arena gehe, weil die Arena ist ja, glaube ich, normalerweise der Trigger für das Fang-Tutorial, oder? Hi, alles gut? Was? Das ist eine Leiche, wo die beide irgendwie abgetrennt wurden oder abgefressen. Alter. Okay. Ich möchte gerade nochmal hervorheben, dass hier eine Leiche vor mir liegt, dessen Beine irgendwie abgetrennt oder abgeknabbert wurden. Und das Spiel fragt mich jetzt, ob ich diese Leiche looten möchte. Ja, natürlich loote ich die, hallo? Natürlich loote ich die Leiche. Was ist das für eine Frage? Leftovers, aber geil. Oh Gott, ich fühle mich jetzt gerade ein bisschen schlecht. So, die Leftovers, die kriegt natürlich... Die kriegt natürlich Paras. Paras kriegt die Leftovers und diese Owenberry, die kriegt jetzt Ringal. So, C-Dot, die werde ich erstmal nicht benutzen. Okay, haben wir hier schon mal ein richtig geiles Item bekommen? Was hier irgendwie was? LOL! Da ist jemand. Ey, hi. Ja, ich bin Blub. Wer bist du? Okay, jemand, der meinen Bruder kennt. Ja, ich bin hinterher. Ja, ja. Okay. Your brother and his girlfriend? Okay. Aha. LOL. Nein. Ich wollte das nicht triggern, es tut mir leid. Quick. Nein! Ich wollte doch in die Arena! Ich kann nicht rennen. Ich kann mich nicht bewegen. Alter, sind das viele. Nein! Wait. Wait. Ahem. Ich bin sicher, diesem Mann geht es gut. Ihm ist nichts passiert. Ich bin mir sehr sicher. Wally's Haus. Ist hier irgendwas zu looten? Ah, ein Trank. Natürlich. Okay. Also, das finde ich cool, dass die Häuser hier quasi verlassen sind und man sie auch irgendwie looten kann oder so. Das, muss ich sagen, finde ich ein nettes Detail, dass es hier sehr viele Sachen zu looten gibt. Okay, die Arena ist zu. Ich denke mal, hier kann ich nichts mehr machen. Ich nehme hier gerade nochmal die kostenlose Heilung mit. Okay.
Route 104. Ach du heilige Scheiße. Es hört einfach nicht auf, ne? Es. Hä? Lol? Was? Okay, mit dem Zombie stimmt scheinbar irgendwas nicht. Oh, ihr hier seht relativ normal aus tatsächlich. Hi. Hä? Lol. Du hast mich gesehen? No, these are my items. Was? Ich wollte gar nicht mit dir reden. Was willst du von mir? Wer bist du? Looter. Lol, ein Looter der Apokalypse. Du hast einen Seedot. Ja, das ist natürlich mal wieder jetzt genial, ey. Aber ich werde dich vorher noch mit Superschall verwirren, bevor ich hier auswechsle, mein Freund. Na? Du bist nämlich jetzt confused, ne? Oh nein, Härtner, ernsthaft. Nur mal so zum Antesten. Wie viel Schaden mache ich dir mit einer Aquaknarre? Quasi nichts. Aber er verletzt sich selber. Das ist gut. Also wenn er es nur die ganze Zeit Härtner macht, dann kann ich prinzipiell damit leben. Du machst Geduld. Ja, das kannst du von mir aus gerne machen. Dann mache ich mal gerade den Heuler. Okay. Dann mache ich einen neuen Superschall. Lalalala. Na, sind wir eine klein wenig verwirrt? Tja. Das ist schon dumm, ne? Ich weiß schon, wie man mit Geduld richtig umgeht, mein Freund. Und deswegen bist du jetzt auch schon im gelben Bereich. Oh, shit. Er macht halt schon wie... Nein! Ich habe mich verklickt. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Oh, das wird wehtun. Das wird wehtun. Ich habe mich verklickt. Das wollte ich nicht. Ich mache mal nochmal Heuler. Sicher ist sicher. Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Au, 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 au. Schmerzen, Schmerzen. Okay, das ging. Das ging. Ich greife mal weiter an. Wingull, ja, kriegt das prinzipiell hin. Okay, er macht Härtner. Alles klar, gar kein Problem. Zieht sich ein bisschen Hinterkampf, aber letztendlich schafft Wing alles. Ah, gute Erfahrungspunkte. Was ist denn nochmal ein Taylor? Taylor ist das nicht? Ach, du bist Taylor. Okay. Schnabel. Oh, Alter! What the fuck? Ich kann halt nicht auf Paras wechseln und schon gar nicht auf Seedot, ne? Wir haben ein Problem, Freunde. Scheiße. Wir haben ein Problem. Bitte verletz dich selber. Bitte verletz dich selber. Oh, Gott sei Dank. Oh. Uiuiui. Komm, Knüppel drauf. Bitte noch einmal selber verletzen. Bitte. Tu es. Tu es. Oh, shit. Oh, Schmerzen. Nein. Oh. Bitte. Oh, Gott sei Dank. Alter. Level 8 für Wingull. Alter, okay, das war schmerzhaft. Ich renn mal gerade ganz schnell zurück zu der Heiltasche hier. Eieieiei. Okay, der Typ, der war schon so ein klein wenig krass, würde ich mal sagen. Ich tu mal Paras wieder nach vorne. Hat der einfach mal diese beiden Pokémon? Liegen hier denn irgendwo versteckte Items oder? Hi. Oh Gott.
von Emir oder was? Emir versteckte Items. Ich klicke hier mal randommäßig so ein bisschen durch. Ich meine mich auch zu erinnern, dass hier irgendwie versteckte Items oder so rumliegen. Keine Ahnung. Aha. Oh, okay, der Typ sammelt hier Meeressalz, also Seesalz. Und wenn er das irgendwie den Zombies entgegenwirft oder die das irgendwie riechen, verwandeln die sich zurück in Leichen. So besagt jedenfalls eine alte Legende. Das ist eine interessante Legende. Eine interessante Legende. Okay, hi. Okay, hier drin ist scheinbar auch ein Zombie. Warte mal, da unten? Okay, da unten komme ich dann her. Hallo, Zickzacks! Wie geht es dir denn so, Zickzacks? Sehr gut, oder? Okay, dieses Item da ist natürlich potenziell interessant. Hi. Aha. Ein Dieb. So, so, Herr Dieb. Was können Sie denn so? Ein Looter mal wieder. Ein Suchskit, Level 11. Ach du Scheiße. Alter, was ist mit euch hier alle... Was ist mit euch nicht in Ordnung? Wieso seid ihr alle so mega krass, ey? Holy shit! Erstmal paralysieren. So, leftovers. Und hier fliegt gerade irgendein Vieh vor meinem Gesicht rum. Verpiss dich. So, schauen wir mal, wie viel Schaden mache ich dem Ding denn? Ja, das geht. Es ist ja erstmal voll paralysiert. Während ich mich immer ein klein wenig hochheile. Ja, klein, aber fein. Das dürfte gut Erfahrungspunkte geben. Ja, Blubber ist okay. Blubber ist okay. Kann Zug machen. Stört mich nicht. Das ist okay. Solange du keine Feuerattacke kannst, ist alles noch im grünen Bereich hier. Aber ich bezweifle sehr stark, dass ein Surskit hier gleich mit irgendwie Flammenwurf oder so ankommt. Das war ein Crit. Das sollst du nicht machen, mein Freund. Nicht critten. Nicht critten. Das finde ich gar nicht witzig. Hör auf damit! Hörst du wohl auf damit, Alter? Das tut weh! Oh, ich hoffe, das Ding gibt gut Erfahrung, ey. Full Restore! Was? Was? Full Restore? Willst du mich verarschen? Okay, und er crittet mich halt schon wieder. Okay, Full Restore. Okay. Okay. Ich glaube, es ist Zeit, dass ich eine Light Potion verwende. So, Freundchen, das Spielchen kann ich auch. Das Spielchen kann ich auch spielen. Alter, ey. Das Spiel ist echt schwer. Also für so Standardverhältnisse, das ist echt nicht ohne, ey. Heieiei. Ja, Quick Attack ist effektiver. Klar machst du die ganze Zeit Quick Attack. So, weh, du hast jetzt doch mal eine Full Restore. Ich reiß dir den Arsch auf. Nein. Das sollte es eigentlich gewesen sein. Eieieiei. Boah. So, fast Level 9 für Paras. Sehr gut. Eieiei. Meine Herren, ey. Erstmal Beeren pflücken, ey.
Okay. Neue Owenberries, das finde ich gut. Okay, hier ist niemand mehr. Ich werde aber trotzdem noch einmal zurückrennen. Guten Tag, Wingerl. Ich glaube, ich werde diesen Kampf gerade sogar mitnehmen. Ich glaube jetzt nicht, dass das wesentlich viel Erfahrung bringen wird, aber Paras auf Level 9, das kommt mir gerade recht angenehm vor, muss ich sagen. Wenn Paras noch so ein Level machen würde, bevor ich dann in diesen Wald gehe. Auch wenn wir den Wald wahrscheinlich erst in der nächsten Folge sehen werden. Wieso kriegt mich hier eigentlich alle? Habe ich etwas getan? Meine Herren, ey. Ja, das reicht nämlich nicht. Aber das ist okay. Auf dem Rückweg werde ich sicherlich noch ein Pokémon mitnehmen. So, was haben wir denn hier? Ein Wingull. Level 4. So, Paras. Ich finde, du hast dir Level 9 verdient. Zack. Och nein. Ach, noch ein Wingull, bitte. Wingull, lass doch bitte. Das ist echt nicht. Ach, Wingull, warum? Warum tust du das? Ja, gut. Wingull möchte ein bisschen AP stallen. Warum auch nicht? Zack und ciao. Level 9 für Paras. Bitte lerne eine Attacke. Nein, lernst du halt immer noch nicht, ey. Unfassbar. So, Wingull, dem möchte ich aber etwas geben. Und zwar eine Owenberry. Da freut sie sich was. Und Wingull, du kannst auch erstmal eine Spitze. So. Petalburg Woods. Ich muss mal ein bisschen Looky Looky machen. Ja, hier ist nichts zu sehen. In der Richtung. Lag in der Richtung nicht ein Item oder so? Das ist auf jeden Fall ein Typ. Und hier ist ein Zickzacks. Okay. Ja, ich, würde sagen, was uns hier in diesem zombie-verseuchten Wald erwarten wird, das sehen wir in der nächsten Folge von Pokémon Snakewood. Ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zuschauen und ja, das rechts neben uns ist wahrscheinlich wieder so ein Looter, den wir bekämpfen müssen. Ich bin sehr, sehr gespannt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein, bis dann und ciao.